Die GWD-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, ich eröffne die Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel der DKB Handball-Bundesliga zwischen Grün-Weiß-Dankers und Minden und im VfL Gummersbach. Endstand 26-23. Zuschauer 2800. Zunächst mal die Frage an unseren Gästetrainer, der natürlich auch gleich sein Statement abgibt. Das war am Ende ein hochemotionales Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich denke, es war ein interessantes Spiel. Also wir haben heute sicherlich beide Mannschaften wollten unbedingt, Minden zu Hause. Wir wollten auch auswärts endlich mal wieder was holen und da hat sich ein wenig hektisches Spiel entwickelt und ein Spiel vor allem mit sehr vielen Fehlern. Ich finde, dass wir sehr viele Fehler für unsere Verhältnisse gemacht haben und heute ist das nicht nur, dass wir, ich glaube, das Spiel mit ersten fünf Angriffen vier technische Fehler machen, nicht nur technische Fehler, dann kommt in der zweiten Halbzeit auch einfach unheimlich viele freie Würfe, die wir liegen lassen und deswegen in der Summe reicht es einfach nicht, um auswärts was zu holen. Ich finde, dass wir erste Halbzeit sehr, sehr gut gedeckt haben, konnten leider aufgrund der technischen Fehler nicht unser Ergebnis ausbauen oder höher führen zur Halbzeit und zweite Halbzeit finde ich Schlüsselszene war die rote Karte, weil auf einmal ganz anderes Spiel geherrscht hat, ganz andere Regeln waren da und in dieser Phase schaffen wir es auch nicht, weil bei doppelter Überzahl oder in doppelter Überzahl haben wir Chance, Ergebnis auszubauen, wir verschießen, kassieren sogar ein Tor dann mit Ablauf der ersten Hinausstellung und dann war es sehr, sehr, sehr schwer für uns. Leider haben wir es nicht geschafft, heute hier in Minden was zu holen und nichtsdestotrotz Glückwunsch an Franco und Minden zu zwei Punkten und für uns geht es weiter. Danke. Ja, Frank, für uns geht es auch weiter. Was geht in so einem Trainer vor nach so hochemotionalen 60 Minuten? Ich glaube, das willst du nicht wissen. Ja, aber du hast ja sogar den grünen Garten noch vertauscht am Ende. Ja, das war aber ein Fehler des Co-Trainers, der hat mir die falsche Karte gegeben. Also das muss ich weiterleiten. Ja, erstmal danke für den Glückwunsch. Guten Abend. Ja, es war ein emotionales Spiel. Es war ein Spiel des Willens. Da gehe ich mit Emir konform. Genau so habe ich das auch erlebt. Und am Ende hat sich dann letztlich ja das Zünglein an der Waage zu unseren Gunsten ausgependelt, wenn man so will. Wir konnten am Ende knapp gewinnen. Dieses Spiel hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können. Wir haben, glaube ich, die Steigerung im Angriffsspiel, was die Zahl der technischen Fehler, die Reduktion der technischen Fehler in der zweiten Halbzeit war für mich, für meine Begriffe, entscheidend, um am Ende von unserer guten Abwehr, die wir auch in der ersten Halbzeit schon gespielt haben, dann auch wirklich zu profitieren. Denn wir haben in der ersten Halbzeit einfach 8 technische Fehler gemacht und in der zweiten Halbzeit noch 3. Das ist ein mega Unterschied und der hat sich dann auch im Ergebnis ein bisschen ausgezahlt. Insgesamt haben wir aber über 60 Minuten herausragend verteidigt. Auch in der ersten Halbzeit schon, nur dann gab es eben einen Weltklasse-Spieler auf der Seite von Gummersbach mit Julius Kühn, der einfach alles getroffen hat aus jeder Position und dem mussten wir dann auch irgendwann Tribut zollen, indem wir diese Manndeckung oder haben wir Manndeckung gespielt gegen ihn. Und das hat dann tatsächlich die Gummersbacher zwar zu freien Chancen geführt, aber die waren halt nicht drin. Also sie hatten Lösungen, aber irgendwie haben sie den Ball nicht untergebracht. Ja, und das hat dann, glaube ich, den letzten Ausschlag noch für uns gegeben. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir gleich den ersten von 4 Chancen nutzen konnten. Darüber sind wir super froh, denn mit jeder Niederlage in so einer Serie erhöht sich natürlich der Druck in diesen Spielen. Insofern sind wir sehr froh, dass wir gleich das erste Spiel von diesen 4 gewinnen konnten. Und jetzt fahren wir guten Mutes und mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach Stuttgart. Frank, vergessen wir mal die ersten 4-5 Minuten, wo Emi hat es eben schon gesagt, der Ball ja im Grunde genommen irgendwo durch die Halle flog, nur nicht ins Tor. Das war ja abenteuerlich. Aber es waren auch 2 verschiedene Halbzeiten und die kann man vielleicht auch an Christopher Rambo festmachen. Der hat in der ersten Halbzeit eigentlich, wenn man es ganz deutlich sagt, überhaupt nichts gebacken gekriegt, hat nicht getroffen, hat auch viel Unruhe im Angriffsspiel gebracht und in der zweiten Halbzeit kommt er rein, explodiert und trifft, wie er will. Was hast du mit dem gemacht? Ja, da muss man natürlich das so ein bisschen auch fair beurteilen. Christopher hat
die Situation, dass er gar nicht trainiert im Moment. Ja. Er hatte mit seinem Ellbogen durchaus Probleme. Und offensichtlich braucht er erstmal 30 Minuten, um den Trainingsrückstand aufzuholen vielleicht. Ja. Und hat sich dann dort in einen Rausch gespielt, weil dann die Bälle auch drin waren. Und vielleicht hat Gummersbach gesagt, okay, lassen wir den ruhig, der trifft heute gar nichts. Ich weiß nicht, wie euer Plan war. Aber also nach der ersten Halbzeit hätte ich das vielleicht gesagt, wenn ich der Gegner gewesen wäre. Und das hat er sehr gut ausgenutzt. Und dann hat er wirklich sich da auch in einen Rausch gespielt. Anspieler hat er erste Halbzeit auch schon ein paar hingekriegt, aber in der zweiten Halbzeit waren die Würfe auch drin und die sind halt super wichtig für uns. Das ist überhaupt keine Frage. Aber da waren mehrere Leute dabei, die heute wichtige Akzente gesetzt haben. Dalibor auch aus dem Krankenbett, der da sehr gut dann in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit übernimmt. Und auch im Tor Gary Eilers mit der Abwehr zusammen. Da waren ganz wichtige Momente drin, die uns geholfen haben. Moritz mit einer sehr guten Abwehrleistung. Das ist nicht einfach, sich da vorne zu bewegen und immer im Weg zu stehen. Es gab viele Leute, die heute im richtigen Moment wichtige Leistungen gebracht haben. Aber insgesamt ist es eine absolute Teamleistung und eine Leistung des Willens, ein Sieg des Willens gewesen. Ja, es ist schon ein paar Mal der Name Julius Kühn gefallen. Der war in der ersten Halbzeit fast Alleinunterhalter, hat von euren 12 Toren 8 gemacht, nachher auch nochmal etliche Treffer, aber war natürlich eingeschränkt durch die Manndeckung. Ist das eine Last oder ein Segen, wenn man so einen überragenden Spieler hat, wo alle drauf gucken und sagen, der muss die Tore machen? Ja, das ist ein Segen, dass man so einen Spieler in seinen Reihen hat. Definitiv, Julius hat heute überragend gespielt. Er hat auch letzte Woche gegen Berlin nach sehr langer Pause auch sehr gute Leistung gebracht. Und ich denke, dass es sind genügend Spieler, die auch ihn normalerweise unterstützen. Und heute war ein wenig die Unterstützung nicht da, aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass Julius... Da freut mich, dass Julius sehr gut zurückgekommen ist nach der Verletzung und ich hoffe einfach, dass jetzt auch ein oder anderer Spieler auch seine Form in den nächsten Wochen steigern wird. Ja, danke. Noch Fragen der anwesenden Journalisten hier an die beiden Trainer? Das sehe ich nicht. Da muss ich doch noch mal eine Frage an dich stellen, Frank. Als, glaube ich, ganz viele in der Halle gesagt haben, warum wechselt der Trainer den Torwart nicht mal aus? Warum probiert er das nicht? Und auf einmal hält Gary den Kasten sowas von sauber. Hast du jemals dran gedacht, so im Spiel vielleicht einen Torwartwechsel vorzunehmen oder hast du immer gedacht, nee, das ist er, den lasse ich bis zum Schluss? Naja, wir haben ja zwei und ich habe mit Günther das ein oder andere Mal konferiert während des Spiels. Wir waren tatsächlich kurz davor, erste Halbzeit auch und vor der Halbzeit oder noch in der Pause haben wir gesagt, okay, 5 Minuten geben wir ihm jetzt und entweder es zieht oder es zieht nicht und dann zog es und ja, zweite Halbzeit war dann ein ganz wichtiger Faktor für uns. Wobei man ihn in der ersten Halbzeit, muss man auch sagen, diese Würfe von Kühn, die sind auch häufig an der Abwehr vorbei oder über oben drüber. Also es ist auch nicht so leicht gewesen. Er hat da auch, unser Plan ist da nicht aufgegangen, das muss man klar sagen. Also die Abwehr hat das gemacht, was wir gesagt haben, aber wir haben einfach nicht die nötige Aggressivität in den letzten Schritt nicht nach vorne gemacht, haben auch gesagt, wir wollen den 9 Meter nur verteidigen. Ja, und dann ist das so gekommen, also das ist auch meine Verantwortung dann. Okay, dann du hast es schon gesagt, mit viel Selbstvertrauen nach Stuttgart. Ich glaube, mit einer sehr starken Leistung ist da durchaus was drin. Und dann haben wir hier nochmal zum Abschluss der Hinrunde Wetzlar zu Gast. Und ich hoffe einfach am 21. Dezember, da müssen wir über 3000 Zuschauer hier haben und dann die Punkte holen, mit denen wir uns schon so ein ganz bisschen unten absetzen können. Wir wünschen euch alles Gute im Oberbergischen und wir sehen uns hier am 21. Dezember wieder. Die Pressekonferenz ist beendet. Dankeschön.